So, einmal herzlich willkommen wieder zurück hier in Hogwarts. Richtig Den geiles Weg darf das RPG. Verbindungsanhänger so weit gehen. Ja, wie soll man mit dem kopflosen Inikkus sprechen? Wir haben in der letzten Folge da hinten dieses komische Wassermonster besiegt. So mehr oder weniger. Und haben eine neue Questreihe geöffnet, nämlich die Questreihe Merlins Das Quest könnte gefährlich werden, bei wenn ich nicht Merlins aufpasse. Bart. Ich bin ja neugierig. Ich will das jetzt machen. Es muss doch irgendwie gehen. Ich sollte vielleicht nicht da so runterjumpen. Au. Das Ding muss doch hier drauf. Komm du mal her. Ah, geil. Ein Dungeon haben wir gefunden. Geil, flotter Langmantel in Grau. Wir haben hier so ein kleines Dungeon gefunden. Wie geil. Wir klettern einfach hier hoch. Ich finde das hier noch interessant, was hier noch ist. Die muss irgendwo noch so ein Blättchen sein. Notiz oder so. Ja, du bist ein Huhn. Oh, guck, 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 guck. Hier muss noch ein. Haben wir es gefunden? Das ist das Scheißhaus? Warte mal. Revelio. Revelio. Können wir doch Glück haben, dass wir da was haben. Oder auch nicht. Wir stehen mittendrin. Warte mal, die Karte sagt doch bestimmt, was das ist, oder? Handbuchseiten. Hier muss eine Handbuchseite sein. Wo soll denn hier eine Handbuchseite sein? Bin ich gerade ein bisschen dezent überfragt. Naja. Wir gehen jetzt mal weiter. Wenn ihr wisst, wo da die Handbuchseite sein soll, ihr wisst es, schreibt es in die Kommentare. Nein. Ich liebe dich. So, ja. Da lang. Kann ich nicht einfach da lang gehen? Dafür ist doch dreimal kürzer der Weg.
Das ins Zentrum. Cool. Im Helm. Die Sandbo-Seiten sind manchmal echt gut versteckt. Wir drehen nochmal. Ja, was muss man mit diesen Globussen bestimmt auch anfangen können? Ich weiß zwar noch nicht genau wie und was und womit. Das finden wir wahrscheinlich immer irgendwann auch raus. Hier sind wir. Ich bin ja froh, dass es die Minikarte gibt. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, wo lang. Einmal hier lang, dann hier durch die Tür wieder durch. Ah, wir sind da. Warte mal, hier muss eine Kiste sein. Unten komme ich da runter. Okay. Ins Zentrum. Das bringt mir nichts. Okay. Kurios, kurios. Ich habe das noch nicht geblickt, wie das funktionieren soll. Das ist das Symbol und da ist auch nochmal ein Symbol drauf. Eine Art Schlange. Ein I oder was das sein soll. Ein O. Ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Ich habe keinen Plan. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ja, Viadukthof gefunden. Nick. Ah. Hörst du mir bitte auf, andere Leute anzustimmen? Was? Stöhn lieber mich an. Sie da? Ja, Sie. Ich frage mich, ob Sie kurz mit mir mitkommen könnten. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Sir Nicholas. Ich weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben und den Seiten. Vielleicht kann ich helfen. Folgen Sie mir doch bitte. Es ist nicht weit. Halt. Woher wissen Sie von dem Buch? Und dass darin Seiten fehlen? Wir Geister reden eben. Sie wurden mit Mr. Sallow in der verbotenen Abteilung gesehen. Keine Sorge, ich behalte das für mich. Ich hoffe, es mag weit hergeholt sein, aber ich glaube, ich weiß, wer die Seiten hat. Ich kann sie gerne zu ihm bringen, wenn sie mir auf dem Weg dorthin einen kleinen Gefallen tun würden.
Sagen wir jetzt nicht irgendwelche Wendy-Geister. Ja, es geht ganz schnell. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in der Küche große Treppe einen fauligen Rinderbraten besorgen können. Wieder mal auf Abenteuertour? Was? Wie bitte? Rinderbraten? Fauliger Rinderbraten? Korrekt! Fauliger Rinderbraten. Wenn man genau richtig hindurch schwebt, kann man ihn fast schmecken. Ach, ich schätze, das kann ich tun. Aber warum ich? Ganz einfach. Meine geisterhafte Gestalt kann ihn nicht tragen. Wenn Sie nun den Rinderbraten holen könnten, werde ich alles andere zu gegebener Zeit erklären. Revelio. Bitte die Birne kitzeln und einmal. Wenn man die Birne auf diesem Stillleben einer Obstschale kitzelt, kichert sie und verwandelt sich in einen Türknauf, der den Zugang zu den Küchen von Hogwarts freigibt. Wie bitte? Die Birne kitzeln? Ja, im Gemälde. Ich warte hier. Versuchen Sie den Hauselfen nicht in die Quere zu kommen. Ich träume bereits vom süßen Duft fauligen Rinderbratens. Warte mal, das riecht doch wieder nach diesem Unsichtbarkeitszauber. Zack. Geil. Freunde, wir haben die Küche gefunden. Ein Schüler in der Küche? Diese Schüler sind wie ein Rätsel. Hat höchstwahrscheinlich. Du weißt noch, wie viel heranwachsende Menschen essen können. Ist aber leichter. Was soll ich denn jetzt den fauligen Rinderbraten herbekommen? Das ist Gemüse. Geh in die Küche und lass ihn vergammeln. Ein willkommener Leckerbissen. Aber lass ihn köstlich. Bitte draußen gammeln. Ich will den bestimmt nicht in der Bude. Hier ist Rindfleisch, aber kein fauliges. Ich suche besser weiter. Ich hab dir gerne geholfen. Doch, das stinkt ja fürchterlich. Ich muss in der Nähe sein. Da. Oh, ein Schüler? Wie schön! Was darf Winky Ihnen bringen? Kürbispastete? Ein überbackenes Käsebrot? Klingt toll. Aber eigentlich brauche ich diesen fauligen Rinderbraten. Oh. Nick hat sie geschickt, oder? Greifen Sie zu. Winky vermutet, dass Nick es wohl langsam leid ist, sich an den Geschmack von Essen lediglich erinnern zu können. Ist es in Ordnung, dass Schüler in die Küche kommen? Nun ja, wenn Sie schon fragen. Schüler sollten nicht in der Küche sein. Aber Finky hat nichts dagegen. Wirklich nichts macht Finky glücklicher als die Gesellschaft von Schülern. Wir bekommen so selten Besuch und wir haben jede Menge Süßigkeiten. Kommen Sie gerne mal wieder. Dürfen hier nur bestimmte Speisen zubereitet werden? Das glaubt Finky nicht. Aber Finky hat die besten Ergebnisse mit Rezepten von Helga Hufflepuff erzielt. Ihr Quittenkuchen ist legendär. Aber auch dieser neumodische Räucherfisch aus Schottland wird immer beliebter.
verzaubern du und die anderen Hauselfen das Essen für die große Halle? Oh nein! Nicht mal Hauselfen können Essen aus dem Nichts herzaubern. Essen ist eine der fünf wesentlichen Ausnahmen von Gerts Gesetz der elementaren Transfiguration. Wir können es allerdings vervielfachen, umwandeln und natürlich zubereiten. Dann schicken wir es direkt in die große Halle. Schatz, ich hab unser neues Bett. Hat mich gefreut. Danke für den Braten. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Und grüßen Sie Nick von Finky. Es geht nichts über das Essen der Hauselfen. Ah, Sie sind zurück. Gab es Probleme? Überhaupt keine. Finky schickt schöne Grüße und fauligen Rinderbraten. Das freut mich. Gütig, diese Finky. Bringen Sie das Rindfleisch zu Sir Patrick Delaney. Dann sind Sie diesen Seiten einen Schritt näher. Das ist alles recht kryptisch, Sir Nicholas. Was geht hier vor? Tut mir schrecklich leid. Das war etwas kopflos. Sir Patrick organisiert die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die diverse, kopflose Aktivitäten unternehmen. Kopflose Aktivitäten? Ja, Sie werden schon sehen. Nun ja, ich weiß nicht wie, aber ein Mitglied dieser Jagd, Richard Chacnaw, war zu Lebzeiten im Besitz der Saiten. Mein Plan ist, Sir Patrick den verdorbenen Rinderbraten zu bringen, damit er mir, uns erlaubt, an der Jagd teilzuhaben und mit Jackdaw zu sprechen. Sollen wir? Ist die Jagd der Kopflosen gefährlich? Die Jagd der Kopflosen würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Es ist nur eine Gruppe fröhlicher, kopfloser Geister. Was soll ich tun, wenn wir die Jagd der Kopflosen treffen? Überlassen Sie mir das Reden. Die können ein recht hochmütiger Haufen sein. Sie werden sie sicherlich willkommen heißen. Nicht zuletzt wegen des verdorbenen Rinderbratens, den sie mitbringen. Ich dachte, der Rinderbraten sei für Sie. Ja, in gewisser Weise schon. Wissen Sie, ich versuche schon seit einiger Zeit, Zugang zur Jagd zu bekommen. Wenn Sie Sir Patrick das Rindfleisch anbieten, kann mir das helfen. Und Ihnen hilft es natürlich auch. Sehr gut. Ich würde Sir Patrick gerne treffen und diese Jagd der Kopflosen sehen. Ah, wie schön. Sie werden es nicht bereuen. Magnin darf wieder bald spielen. Bleiben Sie hinter mir. Wir wollen zu Sir Patrick. Hey, das ist eine Show, wer da ist. Was haben die gesagt, fast kopfloser Nick? Hallo, Sir Absent, dürfen wir durch? Wir haben etwas mitgebracht für Sir Patrick. Der will sich bestimmt wieder einschleimen. Reden die immer so mit ihm? Ach, alles nur Spaß. Sobald Sir Patrick mich bei der Jagd der Kopflosen mitmachen lässt, bin ich dabei. Dieses Geschenk wird ihn überzeugen. Vergessen Sie nicht, warum ich hier bin. Sie werden Ihre Informationen vom jungen Jackdaw bald erhalten. Wo auch immer er ist. Was ich jetzt nicht alles für einen Krug Met oder eine Lammkeule geben würde, dann wäre diese Party komplett. Wie wär's mit etwas ähnlich Gutem? Ah, Sir Nicholas, mit Begleitung. Wer ließ Sie herein? Wir haben da ein Geschenk. Das ist alles sehr verdächtig. Warum Sie wirklich hier sind, kann ich mir denken. Wegen Richard Jackdaw. Wo ist er denn? Können wir ihn sprechen? Jackdaw, wie? Nun, der ist hier. Oh, zu dumm. Ganz ohne Kopf. Sie wollten bestimmt schon immer wissen, wie das ist. Was nicht? Sir, Sie scherzen. Ah. Er muss hier irgendwo sein. Wird wohl gerade in einem Spiel verwendet.
Wenn Sie ihn finden, haben Sie meine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen, junger Mensch. Das kann ich Ihnen nach diesem herrlich faulen Geschenk nicht verwehren. Sir, es gibt da noch etwas, das ich sehr gern mit Ihnen besprechen. Aber Sir Nicholas, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Unsere Anforderungen sind recht eindeutig. Aber Sir, ich... Das hier ist schließlich nicht die Jagd der Köpfe, die noch an einer Seele hängen. Also bitte, folgen Sie mir und ich begleite Sie sehr gerne nach draußen. Nun denn, auf Wiedersehen. Vielleicht haben Sie mehr Glück mit diesem Burschen. Es gibt nichts über das Gefühl einer Brise im Haar, soweit ich das noch weiß. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Wer versucht sich als nächstes an unserem kleinen Kürbisversteck spielen? Hallo nochmal. Können Sie mir helfen? Ah, Sir Nicholas, junger Freund. Hat er Sie verlassen? Nicht doch. Ich muss mit Richard Jackdaw sprechen. Sir Patrick sagte, sein Kopf könnte hier irgendwo sein. Könnte sein. Es ist etwas unorthodox, Sterbliche einzubeziehen. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen... Oh, warum nicht? Sie können mit Jackdaw reden, wenn Sie seinen Kopf unter diesen Kürbissen finden. Nicht nur einmal, sondern fünfmal. Der gute alte Dumfrey wird den Kopf jedes Mal versetzen, wenn Sie ihn finden. So sind die Regeln. Was sagen Sie? Wie sind Sie Mitglied der Jagd der Kopflosen geworden? Gemeinsam mit anderen Meuternden hat man mich exekutiert. Uns gefiel nicht, wie die Dinge in unserer Grafschaft liefen. Also nahmen wir das Gesetz in die eigenen Hände. Verrat ist ein so starkes Wort. Doch so lautete nun mal unser Urteil. Es wäre alles besser gelaufen, hätte man mir das Kommando übertragen. Erklären Sie die Regeln bitte nochmal. Finden Sie seinen Kopf fünfmal unter den Kürbissen. Benutzen Sie den Zauberstab. Genauer kann ich es Ihnen nicht erklären. Wenn das nötig ist, um mit Jackdaw zu sprechen, dann tue ich es. Fabelhaft! Ein Sterblicher mit Zauberstab hat natürlich einen Vorteil gegenüber uns Geistern. Sie können nach Herzenslust loslegen. Vergessen Sie nicht, das Spiel endet erst, wenn Sie ihn fünfmal gefunden haben. Nun los! Zaubern Sie, bis Sie... Ja, in der nächsten Folge werden wir zaubern, hier den Kopf versuchen zu finden. Bis dann, haut rein.